Eine Kiste machen wir auch gleich noch. So, ich baue mir jetzt erstmal mein Bettchen auf. Hm? Ich baue mir jetzt erstmal hier mein Bettchen auf. Tun Sie das. Ich habe extra gewartet mit dem Bauen, bis ich in der Hütte war. Ich will natürlich direkt neben Gurke schlafen. Tada. Schön. Ich guck mal in unseren Dino, ob der was jetzt hat er was gefressen hat. Er sollte 10 Fleisch von da drin haben. Also hat er letztes Mal. Wie sieht's aus? Der ist gerade mit dir mitgelaufen, darum habe ich ihn erstmal hergepfiffen. 10 hat also er drin. Noch, ja. Und Essen, Food sagt er immer noch, oh, das ist super. Vielleicht muss man die gar nicht füttern. Hm. Aber das Fleisch hält relativ lange drin. Ja, ich glaube, das wird bei denen nicht schlecht. Doch ich glaube, es dauert einfach länger. Vielleicht sollten wir einfach immer das ganze Fleisch dem Dino geben. Mhm. Weil wenn der das nicht frisst, das ist doch gut. Mhm. So, gehen wir jetzt so einen dicken Zehen. So ein Knüppelviech. Warte, ich möchte mal hier noch... Wo ist denn der Knüppel? Hübbeldübbel. In die andere Richtung, wo wir den Spucker gefunden haben. Also genau entgegengesetzt. Also wo Richtung Turm, oder was? Genau, Richtung Turm, also Inland rein, da sind die ganzen. Aber wir haben ja gemerkt, dass man die relativ schnell down kriegt. Jo. Obwohl da schon Level 8er waren. Und das Tolle ist, die sind auch nicht so schnell. Ja, warte, ich komme nochmal zurück und stelle noch schnell ein paar Kisten hin. Ja, wir sollten wieso gerade warten, weil da touren gerade ein Raptor rum, wenn ich das richtig sehe. Jo. Ja, da wo dann die Dicken sind. Mhm. Vielleicht schwimmen wir... Ich glaube, den Raptor, den wir auf der anderen Seite haben, haben wir jetzt hier. Und ich glaube, ein T-Rex ist da auch noch. Na toll. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob das ein T-Rex ist, oder? Aber ich glaube, nein, es ist kein T-Rex. Ich glaube, das ist so ein anderes Viech. Komm her, Spooky. Nein, den habe ich abgestellt. Lass den, der soll nicht drauf gehen. Ah, nun denn? Dann. Den habe ich mit Absicht da geparkt. Ah, was geben wir ihm denn? Noch mehr Leben. 300 mehr Leben. Erstmal auf Leben. Nun denn, Spooky Level up. Geh nicht in meine Richtung. Warum? Weil da gerade das dicke Viech ankommt, wo ich mir nicht sicher bin, ob das ein T-Rex ist. Also, der Raptor ist weg, aber jetzt turnt da gerade so ein anderes Viech rum. Ich bin schon am überlegen, ob wir auf die andere Seite schwimmen und uns da so einen Stachellicken holen. Der wäre auch ja, erstmal cool. Ja, aber der läuft nachher um das Ding rum. Um was? Den See rum. Ach so. Ich glaube nicht, dass der durchschwimmt. Meinst nicht, dass der schwimmt? Wie? Dann müssen wir warten, bis sich der Dicke da vorne verzogen hat. Was ist denn da vorne für ein Dicker? Ah, der... Ja, komm halt mal zu mir, dann siehst du ihn. Aber ich will jetzt auch nicht näher hingehen, dass der mich nicht sieht. Oh, ja, das ist ein T-Rex. Kommt ich glaube aber nicht, dass das ein T-Rex ist. Ich glaube, der T-Rex ist viel größer. Okay. Ich glaube, das ist so ein anderes Viech. Quora oder wie die heißen. Ich glaube, das ist kein T-Rex. Ich weiß bloß, dass die richtig fies sind. Komm, gehen wir mal auf die andere Seite gucken, was wir da finden. Da haben wir vielleicht auch noch irgendwie ein blödes Viech zum Zähmen. Und wenn es eine Schildkröte ist.
Ja, aber das Obwohl dauert ich dann glaube, wieder. die, ja, obwohl ich glaube, die Schildkröte ist das gar nicht wert, weil die hat wahrscheinlich gar nicht so viel Angriffsdamage. Ja, dafür hat sie verdammt viel Leben wahrscheinlich und kann viel Ja. tragen. Aber da würde ich dann doch lieber so ein Dickerchen holen mit den Hörnern. Weil die konnten auch verdammt viel tragen und der hat aber auch ordentlich Damage. Und so, gleich mal ein bisschen Beeren pflücken. Folgst du mir oder was machst du? Ja, ich komme gleich. Aber das Tolle ist, wenn wir jetzt raufgehen und da wir beide Betten haben, können wir jetzt im Bett spawnen. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, wenn wir draufgehen. Und ich würde sagen, selbst wenn wir uns die Holzhütte bauen, lassen wir die anderen erstmal. Also ich denke mal, wenn wir uns die Holzhütte bauen, dann irgendwo anders. Ja, Dann können wir ein neues Bett machen, dann können wir hin und her. eben, eben. Also die Betten nicht irgendwie zerstören oder so. Weil dann könnten wir uns aussuchen, wo wir spawnen. Ja, die andere, die Holzhütte will ich irgendwie. Hey, da wäre so ein Ding, wo wir reiten könnten und ich habe wieder einen Sattel gekriegt. Wieso kriegst du immer einen Sattel? Ich weiß nicht, warum du keinen kriegst. Ich krieg immer so einen Hut und so einen Sattel, aber ich kann den Hut irgendwie nicht aufsetzen. Irgendwie was Spezielles gekauft oder so? Nein. Die ganz normale Version. Wo bist denn du? Immer noch da Andere irgendwo? Seite, also andere Seite, nicht da, wo der Fleischfresser war, sondern da, wo wir vorher auch die Dicken. Der wäre Level 8, den könnten wir schaffen. Ja, das wird noch möglich sein. Aber ich sammle schon gerade mal Bären, bis du hierher kommst. Du brauchst immer so lang, weil du immer irgendwo am Arsch der Welt rumturnst. Weil du dich nicht auf unser Ziel konzentrieren kannst. Ja. Du bist nicht bei der Sache. Also ich sehe jetzt eigentlich einen. Ah, diesen meinst du? Ja, Hier. der mit dem roten Horn da. Aber stell unseren Dino ab. Der soll nicht draufgehen. Hallo Muschi. Muschi, Muschi. Du hast auch Level 8. Ich glaube, ich habe auch Level 8. Wir müssten ziemlich gleich mit dem sein, ja. Und denn? Ich habe 27 Steine, sollte hoffentlich Ich habe genügen. Und der haut ja sowieso 39. ab, glaube ich. Ja, das ist Ui, einer, der abhaut. da trampelt mich gleich der Große nieder. Ja, aber ich Der glaube, Level. der greift uns nicht an, wenn wir den anderen. Ich glaube, die Nee, helfen nee. nur ihren Artgenossen. Du hast sogar Level 9. Los, hinterher. Er läuft. Er bleibt am Spucki hängen. Jetzt hängt er an der Mauer. Baller drauf, was geht. Wir haben Jetzt ist er ihn. durch. Okay, dann geben wir ihm mal Oh. Happy Happy. Ich habe gar keinen Bären. Super. Immerhin hast Narkosebär. Er war die Tintobeere, das was du nicht geben solltest. Ne, die roten kannst du schon geben. Einfach die weißen nicht. Weil nicht, dass ich ihm die falschen da reinballere und uns das Viech Nee, aufwacht. einfach die weißen nicht, die Stimberry. Ne, Stimberry. die weißen. Das ist so ein Stöckchen und unten hängen Ja, so weiße Beeren dran. Stimberry sagt mir schon was. Das sind die, die wach machen. Die Bären sind verboten zu füttern. Mulanzien. Zum Aber Glück sind kriege ich von die. denen nicht so viele. Die Mahjong-Bären oder wie die heißen, das sind so die Lieblinge. Diese Mayo-Bären, ja. Ja, genau. Obwohl ich glaube, wenn wir von denen keine mehr haben, dann frisst er auch die roten und die blauen. Aber ich habe wieder Mayo-Bären. Hörgelbeeren. Ja, da bin ich Vogelbeeren. echt mal gespannt, wie das ist, wenn wir auf dem Ding reiten. Vorausgesetzt, ich schaffe es ihm, den Level an, den Sattel anzuziehen. Ja, es hat einen Slot. Wenn du reiten kannst, hat es einen Slot. Auf dem Spooky kannst du nicht reiten. Der hat keinen Nee, Slot. der ist zu klein. Aber ich glaube,
auf so ein Viech reiten sie sogar im Titelbild. Von Ark. Ja. Einer ist auf, einmal siehst du die Frau auf dem Raptor und ich meine, der andere hat so ein. Mal gucken, ob der die Mühe wert ist. Aber mit dem dürfen wir natürlich noch nicht in die Schlacht ziehen, weil dafür ist der auch noch nicht hoch genug gelevelt. Ja, wir ja auch nicht. Ja, du, der hat das gleiche Level wie ich. Ah, der hat schon mal ordentlich Damage, du. Der hat immerhin schon mal Meal Damage 105. Okay, no, ist ja nicht schlecht. Und Ausdauer 200. Und Leben 240 und das mit Level 8. Das ganze Gemüse hier wieder abkrabbeln. Obwohl wir jetzt natürlich mit dem Dicken etwas beschäftigt werden. Ja. Ja, der nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, denke ich. Aber mehr geht schneller wie das Dickerchen da. Der hat schon ungefähr ein Viertel. Also ja. Auch noch nicht so hohes Level. Ja. Unser Dicker hatte, glaube ich, aber auch Level 6 oder 7, aber trotzdem hat er viel mehr gebraucht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Dino-Art, wie schnell die gehen. Weil wenn du denkst, unser Spooky da hatte Level 17. Ja, das hat auch schon eine Zeit lang gedauert. Ja, aber... Oh, warte mal, das ist ein wichtiger Anruf. Aber ich mach's kurz wie möglich. Jo. Und somit ist Gurkem wieder unterwegs. Dann müssen wir unseren Dino hier erstmal alleine füttern. Die sollten wir ihm nicht geben. Die gelben fressen sie auch nicht. So, die schmeißen wir gleich mal weg. Oder wir füttern sie selber. Die machen ja wach. Ist natürlich auch eine Idee. Dann wir die Bären selber. So. Die geben uns zumindest ein bisschen Happy Happy. Einmal kurz in den Tümpel, um was zu trinken. So. Das hätten wir. Warum kann ich das Gemüse nicht abpflücken? Keine Ahnung. So, dann schläfern wir ihn mal wieder ein bisschen ein. So, komm, eine geht noch. Und nochmal. So, und nochmal. Bla für mein Baby. So. Da haben wir erstmal wieder über 2 Minuten. Das sollte uns erstmal reichen, dass wir hier wieder ein bisschen was abkrabbeln können. Und dafür haben wir auch gleich wieder Narkosebären gekriegt. So. Das können wir auch noch abkrabbeln. Da
kommt wieder ein Dickerchen angetanzt. So. Brüll mir nicht so ins Ohr, Dicker. Bist ja auch nur Level 3. So, was haben wir hier noch? Da kriegen wir ja noch ein bisschen Bären zusammen. Wieder Narkosebären und Machtwachtbären. Die Machtbären, die fressen wir selber. Und die anderen geben wir unserem Dino. So. Kriegen wir ja immerhin gut was zusammen. Wäre natürlich schneller, wenn Gurk jetzt nicht abhauen hätte müssen. Ich hoffe, es dauert bei ihm wirklich nicht zu lange. Nicht, dass ich jetzt das Viech hier ganz alleine zähmen muss. Sonst würde das Ganze ziemlich lange dauern und wäre jetzt auch ziemlich anstrengend. So. Hier den Busch noch schnell abkrabbeln. Den hier auch. So. Hier haben wir jede Menge Machwachbären gefunden. Da steht Spooky. Und da ist unser Dickerchen, der jetzt schon bald die Hälfte erreicht hat. So. Du kriegst hier noch rote Bären und Narkosebären. Und dann kriegt er hier noch seine Lieblingsbären. Und die hier dehydrieren ja. Aber wir sind hier am Wasser. So, dann schaufel ich mir, glaube ich, mal die gelben rein. Wir sind ja hier gleich am Wasser. Nehmen wir uns zumindest was essenstechnisch. Aber ich glaube nicht so wirklich. So, können wir dir noch was reinwerfen? Nee. Okay, er hat jetzt noch ungefähr 2 Minuten, die er pennt. Ich lebe wieder! Oh, er ist wieder da. Gurke ist back. Na du Hummel, wie geht's denn dir? Ich glaube, die Hälfte hat er bald. Mhm. Obwohl es natürlich auch ein langer Weg sein wird. Ja. Kannst gleich mal Bären sammeln. Ich habe gerade schon die ganze Zeit gesammelt. Ah, die Narkosebären gehen so langsam aber sicher aus. Schnell, schnell sammeln. Aber ich habe ihm jetzt noch mal welche reingepfiffen. Er hat jetzt ungefähr 3 Minuten. Und er ist er ist jetzt ungefähr bei der Hälfte. Aber so wie ich gelesen habe, eben wenn sie nur noch 50% sind, können sie jederzeit aufwachen. Ja, drum lasse ich ihn ja nicht zu weit runter. Ja. Weil du mir das eben schon verraten hast. Mhm. Also immer schön einschläfern. Bis er gezähmt ist. Genau. Was stehst denn da so blöd rum? Du sollst Bären sammeln. Ja, warte. Oh, jetzt kann ich das Narkose-Ding machen. Ah, und was brauchst du dafür? Aber dazu müsstest du jetzt erst den Mörser wieder am Haus holen. Der ist ein bisschen weit weg. Den machen wir jetzt noch so. Aber kannst ja schon mal sagen, was du für das Zeug bräuchtest.
Ich muss mal, ich glaube, das sehe ich hier gar nicht. Ach, okay, dann müssen wir es zu Hause warte, machen. Ich schau mal. Kräftige. Kraftige. Wo bist denn du? Hallo? Vor dir. Nee, da, den. Nee, das sehe ich hier nicht. Scheiße. Okay, dann müssen wir warten, bis wir wieder zu Hause sind. Mhm. Aber ich habe gerade wieder Narkosebärenglück. Und damit ich hier nicht verhunger, haue ich mir die Wachbären selber rein. Ja, muss aber schauen. Oh, ich verdurste. Oh mein Gott. Du meinst, weil die auch dehydrieren, ne? Ja, eben. Da flitzt er einfach kurz ins Wasser. Wir sind ja hier gleich am Wasser.